Die zweite Folge beginnt anders als erwartet. Ich habe es endlich einmal geschafft, mit Dratini ein Pokémon zu besiegen auf dem Rückweg zu Spryanfy. Und das Ding kriegt ein Level ab und entwickelt sich. Vielleicht wird es jetzt mal nützlicher. Und eigentlich sollte ich es nicht so beleidigen. Das Ding hat fucking Giratina gerackt. Aber da ist Dragonir. Das hat mich jetzt dezent verwirrt. Okay, wir sehen uns bei Spryanfy gleich wieder, wie im letzten Part eigentlich angekündigt. So, bin wieder da und kann tatsächlich bestätigen. Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, jetzt haben wir nur noch ein nutzloses Stück Kacke in unserem Team. Dragonir kann kämpfen. So, hi übrigens. Shaman, versteh's doch bitte. Jetzt hör doch auf, ich will das nicht mehr hören. Der Schatten lebt noch und wird wieder anderen Pokémon schaden, wenn er seine Stärke wieder gewinnt. Dann mach doch, was du willst. Aber bleib sicher. Ja, was auch immer. Ich verspreche dir, ich komme zurück, wenn der Schatten weg ist. Außerdem, wenn du immer noch besorgt bist, was mich übrigens ein bisschen sehr nervt. Ich komme mit den Typen mit. Okay, aber wie gesagt, bleib sicher. Wirklich? Ja, schön, dass Shaman hier ist. Soll ich jetzt erstmal? Wo muss ich hin? Ich gehe mal wieder zurück zu Brafana. Keine Ahnung, ob das was bringt. Und hier, du gehst bitte wieder von der ersten Stelle runter. Flamly ist, glaube ich, nicht mehr zu helfen, muss ich sagen. Du hast es geschafft, von am Anfang einem richtig krassen Kämpfer, der alleine ein Regirock willst du mich verarschen? Hier ist schon wieder so eine Stelle. Digga, learn to program. Es ist so dumm, Alter. Ich habe so keinen Bock hier auf diese Höhle wieder. Für die, die letzte Folge nicht gesehen haben. Inzwischen bin ich ja tatsächlich auch ein bisschen underleveled. Er gesagt, der letzte Boss war ungefähr 4 Level über mir. Deswegen soll ich vielleicht auch mal hier ein, zwei Dinger besiegen. So ungefähr. Ah ja, auf dem Weg übrigens. Das sollte ich vielleicht mal nutzen. Ich habe in einer Kiste einen Beleber, einen Top-Beleber und hier. Lol, ich habe 4 davon inzwischen. Dann. Kommt. Gigasauger. Donnerblitz. Surfer. Was braucht sonst noch? Vielleicht Drachenwut oder bei Toxin bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so gut war, aber ich denke jetzt auch nicht, es wird schrecklich. Und jetzt würde ich mal kurz bei Tropius vorbeischauen, weil ich ja all seine Teammates inzwischen wieder zu ihm gebracht haben müsste. Warte, wo genau kann ich nochmal durchrennen, weil du nicht programmieren kannst? Sie haben ja davon erzählt. Danke, dass ihr euch das auf euch genommen hat. Wir werden bald hier gehen. Die anderen müssen immer noch Energie sammeln. Danke nochmal. Und du gibst mir nichts und lässt mich nicht mal durch. Du bist ein Keck. Wo wir gerade von Keck reden. Alter, willst du mich verarschen? Hier stirb dran. Ah, hier kann ich wieder hoch. Ja, also, ich habe jetzt eben keine Ahnung, wo genau ich hin soll. Deswegen gehe ich wieder zurück zu Brafana. Ich habe jetzt ja Shaman im Team, auch wenn ich ihn nicht nutzen kann, was ein bisschen schade ist. Shaman ist ein cooles Pokémon.
So. Bin wieder. Ich sagte, Grafana, ich komme irgendwann. Danke. Ocean Island gehört zu den Whirl Islands der Johto-Region. Übrigens stand hier mal das Drachencastle. Wo soll ich denn jetzt hin, Junge? Ich hab keine Ahnung, sorry, das gucke ich nach. Okay, ich hab zumindest den Weg nicht umsonst gemacht. Der Weg weiter ist nämlich hier lang. Tatsächlich hätte man sich das irgendwie auch denken können, ne? Hier. Ist ein Höhleneingang. Ist das nicht Siegesstraßenmusik? Ja doch. Kann es sein, dass ich jetzt beim Finale ankomme, so langsam aber sicher. Und diesmal wirklich. Und das war jetzt unnötig. Das ist eine Fake-Treppe oder sowas anscheinend. Ah, hier ist eine richtige. Oh Gott. Lava. Okay. Aha, wen haben wir hier? Hä? Ich hab euch gewarnt, uns nicht in die Quere zu kommen. Ihr sollt es bereuen. Euer Schicksal liegt in unserer Gnade. Ah, ihr drei, seid vorsichtig. Ihr gehört nicht hierher. Ach, mal gucken, ob Pest zu unserer Stärke passt. Wow, was für Großmäule alle. Was war das? Jetzt los. Ach so, das andere war das andere Pikachu, lol. Jetzt kommt hier instant ein Bosskampf gegen Pikachu. Die Sache ist halt die, ich bin immer noch underleveled. Oh, klasse. Der erste Gegner war fucking anspruchsvoll. Aber... ja, ich werde wechseln. Gegen Unlicht-Pokémon mache ich hier garantiert nichts. Komm, du bist jetzt... Das Levy! Oh, das war aber fucking stark. Ich werde jetzt zwar sterben, aber... es wird auch noch wer sterben, das ist klar. Aber ich habe inzwischen genug Items. Ich hau jetzt nämlich einfach... den da rein. Ah, der Typ ist jetzt sogar verwirrt. Stimmt, ich kann auch... okay, hätte er nicht angegriffen, hätte ich ihn auch mit Endivir töten können. Aber jetzt bin ich dran. Willst du mich verarschen? Das Ding lebt irgendwie noch. Aber tötet sich selber. Ultra viel Erfahrung. Ja, das passt nicht zu uns. Alter, ich habe so eine Angst vorm Finale. Ich bin halt scheiße underlevelt. Ich renne hier mit 33, 34 rum, die Gegner 42. Yay. Jetzt seid nicht so närrisch und denkt, es endet hier. Wir kommen zurück. Pass bis dahin auf, meine Freunde, bis wir wiederkommen. Hä? Hä? Hallo? Kacke, ich hätte vielleicht den Blitz anmachen sollen. Dann hätte ich auch gesehen, dass ich falsch laufe. Hier war's. Hey, ihr seid's. Danke für eure Hilfe. Ich weiß nicht, warum die mich angegriffen haben. Alter. Wieder mal so leicht und doch so unklar für mich. Ehrlich gesagt, okay, diesmal fand ich es aber auch echt nicht so offensichtlich. Weil das Shaman jetzt safe ist, das hat Grafana nicht gejuckt. Ehrlich gesagt, dass Shaman bei uns ist. Aber jetzt, wo ich diesen Kampf gemacht habe, muss ich genau dorthin. Danke, YouTube übrigens. Ich habe gehört, ihr habt... das ist die falsche Stimme, scheiße. Ich habe gehört, ihr habt Grudern geholfen.
dieses Despotan Pikachu haben schon in der Vergangenheit Stress gemacht. Bis Stalos nach Heva gekommen ist und sie verscheucht hat. Und ich dachte, ich muss... Ach so, ja. Ich glaube, die Zeit für euch ist gekommen, den Turm zu betreten. Seid informiert, dass der Schatten jetzt mit Jargold ist. Die Pokémon sind so aggressiv wie nie zuvor. Ich empfehle euch, erst eine Pause zu machen. Das heißt, es geht gleich in den finalen Dungeon. Die Sterne sind toll, aber ich fühle mich traurig. Können wir irgendwann wieder zurückkehren? Wer weiß, der Mond ist voll, voller Trauer. Alter, voll der Poet. Ich verstehe nicht. Aber ich glaube... ich weiß, warum Poeten traurige Lieder, Liebesgedichte nachts schreiben. Wegen dem Mond, der so viel Trauer bringt. Der Mond ist traurig und wir sind traurig. Du machst es nicht besser, Rose. Oh, guckt mal da drüben. Jetzt wünscht euch was. So, was habt ihr euch gewünscht? Ich hab mir gewünscht, dass wir hier wieder hinkommen können. Ich hab mir gewünscht, dass wir mit unserem Leben weitermachen können, falls wir nicht hierhin zurückgehen können. Ich hab mir gewünscht, dass wir uns wiedersehen werden. Ich auch. Ja, an sich alle dasselbe. Es wird spät. Okay, wir sollten schlafen gehen. Morgen wird ein großer Tag. Und das stimmt. Finale ist angesagt. Was war das für ein Grafikfehler? Also, viel Glück. Hä? Ah, jetzt, oder? Nee, hä? Sag mal, willst du mich verarschen? Ich hab keinen Bock jetzt zu suchen. Ich hab's jetzt nicht genau nachgeguckt. Ich weiß, dass ich irgendwo hier lang muss. Und ich... Ach, wisst ihr was? Warum habe ich überhaupt einen Cut aufgelöst? Ich muss zu Tropius gehen, da wo er zumindest vorher war. Bloß, Leute... Das wird ein Problem. Ich gucke die ganze Zeit in so ein Playthrough von einem YouTuber, um hier zu gucken, wo ich lang muss. Und irgendwie glaube ich, ich bin komplett im Arsch. Der hat zwischen dem Punkt gerade eben und hier gelevelt. Der YouTuber hatte an dieser Stelle Level 55. Das sind über 20 Level über mir. Und wenn das berechtigt ist, dann bin ich im... Ach Gott, leck mich. Mhm, danke. Hier ist jetzt... diese Wasserroute ist hoffentlich jetzt nicht ernst gemeint. Was? Ich bin doch gar nicht... Ich hab nicht nach unten gesteuert, Alter. Ich habe nicht nach unten gesteuert. Und ich hab echt Angst. Also im allergrößten Notfall muss ich halt nochmal leveln gehen. Auch sinnvoll. Ich hätte vielleicht noch... Ich spiele dieses Spiel, glaube ich, auf die zu große YOLO-Variante. Ich level nicht. Ich hol mir keine Items vorm Finale. Ich werde... vernichtet. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich auf die Schnauze kriegen werde, ohne Ende. Ich habe keine Ahnung, wo genau ich gerade lang bin. Ich glaube, hier. Safe Game? Slot 10? Danke. Ach, die Dinger werden noch höher. Also, ich will nichts sagen, aber ich bin im Arsch. Ich muss ganz weit los.
Ich muss wirklich ganz weit los. Aber ihr guckt hier Günther aus der Dönerbude. Was wäre ich denn für einer, wenn ich jetzt einfach leveln gehen würde? Nein, dazu bin ich zu faul. Lieber renne ich mit vermutlich ungefähr 20 Leveln drunter. Einfach weiter im Spiel. Ich werde so bald auf die Schnauze kriegen. Das glaubt man mir nicht, wie bald. Aber das finde ich auch ein bisschen kacke. Ich weiß, ich skippe gefühlt jeden Kampf in dem Spiel. Deswegen ist es irgendwie auch verdient, muss man sagen. Aber es ist doch noch gar nicht lange her, dass ich noch overleveled war. Und... ey, nee, das ist ein Prank hier. Ich muss auf jeden Fall hier lang, ansonsten komme ich zurück. Und dieses Pikachu steht am Schicksalsturm. Hallo, hier schon wieder, was willst du? Ich habe nachgedacht, vielleicht soll ich euch die Wahrheit erzählen. Die Wahrheit? Ihr zwei wisst nicht, wer ich bin, richtig? Ja. Habt ihr überhaupt gewundert, warum eure Base ein Pikachu-Building ist? Oh, wir waren mal ein Team, bevor ihr euren neuen Pikachu-Freund getroffen habt. Was ist dein Ziel? Ich will wieder bei euch mitmachen. Vergiss es. Ich glaube, eure Erinnerungen verschwinden zu lassen, war keine gute Idee. Hey, was? Alles klar. Läuft komplett bei diesem Pikachu. Genauso wie bei mir, wenn ich diesen dann sehe. Was bist du denn? Shy Guy, sein großer Bruder? Digga. Der Stein hat eine Aura. Ah, ich kann mich hier heilen. Also, ich habe das Gefühl, Psyana ist keine gute Wahl. Hier, komm. Nein, nein, nicht den Knopf. Und ich habe wirklich... aber die wilden Pokémon sind immerhin zumindest auch noch nicht komplett... okay, fick. Und das war richtig unnötig von dem Ding. Ich kann mich an jedem Stein heilen, aber... Alter, ich sehe jetzt schon, dieser Dungeon wird ja komplett Anfall. Ich denke, das Ding ist Typ Geist, by the way. Ich hasse dich. So. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Das ist lustig. Oh! Die Encounter alle 3,5 Meter machen es nicht lustiger. Hier, an dem roten Stein kann ich mich auf... danke. Jetzt mal for real. Das hier ist jetzt auch noch so ein Kacklabyrinth, oder was? Und das Ding lässt mich nicht fliehen. Also. Ja. Eine Aura erfüllt den Ort. Die Aura ist weg. Ich denke, ich habe jetzt... ah ja, ich weiß es. Ich werde hier vernichtet. Hier war bis gerade eben noch ein Stein und der ist jetzt weg. Tschüss übrigens. Sache ist nur die. Hä? Ich habe damit nicht alle Steine entfernt. Ich war mir sicher, dass es das sein wird, was ich damit mache. Kann man damit immer nur eins entfernen, vielleicht?
scheiß Konfusstrahl. Natürlich treffe ich mich selber. Alter. Oh Gott, sind die nur auf... Es sieht aus, als wären die auf Zeit weg oder sowas. Was? Are you fucking kidding me? Und diesen Dungeon soll ich schaffen? Oh Gott, die grünen Steine sind in dem Moment wieder da. Die gehen, glaube ich... Es geht echt immer nur einer. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Alter, könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Ich vertraue dem roten Meer. Grün habe ich schon mal gebraucht. Wo muss ich überhaupt... Hä? Moment, warte. Also, ich hab's nur rausgeschickt und nicht nach vorne gestellt, ich dummer Mensch. Warte, aber auch wenn... So. Alter, ich bin gerade auch dafür zu kacke. Da ist ein schwarzer Stein. Da ist ein Rot. Ja! Hier, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss diesen schwarzen Stein jetzt. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Was muss ich tun? Wo bin ich? Ich bin überfordert von allem. Carbon, Eisen, HP plus. Carbon erhöht Speed. Eisen erhöht Defense. Scheiß, falsche Taste. Alter, die Überforderung. Spürt ihr sie auch? Also. Hä? Ich glaube, das hier guckt man nur an, wenn man es liebt, andere leiden zu sehen. Weil ich leide hier. Hä, wo ist denn überhaupt der Weg? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich bin wieder hier, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Alter. Also den Weg kenne ich jetzt. Übrigens habe ich anscheinend im gesamten Spiel einen fetten Fehler gemacht, als ich das Team gerade so gesehen habe, dass dieser YouTuber dabei hatte. Anscheinend ist es durchaus möglich, kacke wie es klingt, auch lauter Pokémon wie Shaman und sowas eben, bei Porygon 2 mitzunehmen. Unter anderem hatte der auch einen Groudon dabei.
Übrigens, hier geht's weiter. Toll, ich weiß. Schweres Versteck und so. Und schon weiß ich nicht mehr weiter. Aber ich muss sagen, ich habe echt keinen Bock, hier nochmal alles zurückzurennen. Aber ich denke, ich werd's müssen. Warte, du hast hier für die schwarzen Dinger. Gott, dieses Rätsel. Das tut weh. Aber dafür, wenn ich das Spiel so durchspiele, dann bin ich hier der Boss. Weil der rote Stein ist jetzt aktiv. Das heißt, jetzt kann ich den hier aktivieren. Womit der schwarze aktiv ist. Alter. Danke. Womit ich den hier aktivieren kann. Leck mich. Und damit kann ich hier durch. Hier ist ein gelber Stein. Warum war es klar? Da sind zwei rote... Nee, rot bei schwarz und schwarz bei rot. Oh Gott, warum glaube ich, das wird fucking unnötig anspruchsvoll. Jetzt sind hier ein roter und... Natürlich gelb. Damit ich dann irgendwo einen grünen wegmachen kann. Alter, dieses Rätsel ist zu viel für mich. Das ist übrigens der grüne. Mit dem kann ich dann einen gelben auslösen. Das ist zu viel, Alter. Warte erstmal, wo komme ich, wenn ich... Ja, da komme ich direkt zu dem grünen. Diesmal mache ich den Fehler nicht. Ich sag euch, jetzt wird's einmal nötig. Nee, Alter, wenn ich hier jetzt eingesperrt wäre. Das muss nötig sein, weil ansonsten ist man hier eben eingesperrt, ohne was tun zu können. Ah, hier könnte ich grün wieder aktivieren. Da war jetzt bei der Treppe der da. Wie komme ich da? Willst du mich verarschen? Du willst mich doch komp... Ich wechsle mal noch hier. Wenn irgendwas Sinnvolles vorbeiläuft, dir zum Beispiel ein paar Level zu geben. Ich muss rot aktivieren. Wie komme ich denn überhaupt da unten hin? Warum habe ich jetzt eigentlich die ganze... Oh, jetzt habe ich vergessen. Alter, es ist doch... Ihr werdet mich hier so leiden sehen. Vor allem wird das Safe nicht die einzige Ebene sein, ne? Ich krieg hier langsam Kopfschmerzen von. Jetzt zum Finale scheint es, als will das Spiel mir alles reindrücken. Boah, wo ist denn dieser Weg? Als ob ihr Big...
du kleiner Fetter! Anscheinend, ich habe das Gefühl, diese, wie es beschrieben ist, Hautfarben, die bleiben dauerhaft aktiv. Das heißt, ich muss jetzt einfach hier durch. Dabei 88.000 Pokémon encountern. Halt. Ich vertrau dir nicht. Hier wäre doch safe ein roter Stein irgendwo im Weg. Was kannst du eigentlich dagegen? Alles klar, habt ihr den Damage gesehen? Ich muss los. Ich werde doch sowieso beim Finale komplett zerstört. Ja, hier weiß ich noch, hier war ein roter. Oh, wow, diesmal wäre es Fehler gewesen. Alter, jetzt ist der auch noch tot. Ich sterbe ja auch gleich. Ja, auch gleich. Oh, könnt ihr nicht wenigstens gescheiten? Und wenn der Final Boss... Alter, ey. Ich hasse euch alle. Wenn der Final Boss wird sich irgendwie so richtig gönnen und Level 60 oder so ein Scheiß... Aber wenn es nur ein einzelner Gegner ist, dann habe ich vielleicht eine Chance, auch wenn er so hoch gelevelt ist. Ey. Der schwarze Stein. Aber ich muss doch in der Zwischenzeit noch einen anderen aktivieren. Ansonsten geht das nie im Leben. Salzen. Oh, encounter mich nicht. Hier, zack. Ui. Auf die Schnauze. Also, sobald ich die Treppe erreicht habe, ist es für heute mehr als genug. Dann vermutlich, wenn ich nicht noch irgendwie komplett leveln muss oder sowas. Den Rest werde ich... Boah, sorry, Alter. Meine Luftröhre hat auch schon Krebs. Den Rest werde ich mir dann morgen antun. Ja, komm, mach das mal. Na doch, passt so. Tschüss. Oh, bin ich schlau. Ich muss ja den hier aktivieren. Dann muss ich jetzt wieder durch die ganze Kacke hier durchrennen. Jetzt hier den Kack. Dann renne ich hier weiter. Wir den grünen Bullshit hier. Dann hier den da. Komm. Der Weg zur Treppe. Geh mir aus dem Weg, alle. Das Labyrinth endet vielleicht.